Hand aufs Herz, damit ihr auch ein bisschen privaten Einblick von mir habt. Ich sag dir ehrlich, in meiner Laufbahn von YouTube habe ich mich mit keinem einzigen Mädchen getroffen, was ich irgendwie bei Insta oder durch YouTube kannte. Mit gar keinem Mädchen. Weil ich mir dachte so, ey, mein Kopf war ganz woanders, mein Fokus war ganz woanders und ich habe einfach keinen Bock auf Kopfschmerzen, weil du weißt nie, was passiert, Digga. Und ich bin sowieso so eine richtige Kontrollfee, deswegen dachte ich mir, habe ich mir das von vorhin einfach gespart. Ich war keiner, der irgendwie gesagt hat, ey, ich habe Reichweite und ich nutze es aus und gehe ins Café und schleppe irgendwelche Mädchen ab. Mein Ziel war was ganz, ganz anderes. Ich hatte ganz andere Sachen im Kopf und da war einfach kein Platz für irgendwelche Mädchen, die ich treffe, mit denen man Spaß habe und sie dann nach Hause schicke. Wisst ihr, ich meine, das war gar nicht mein Ziel und auch gar nicht mein Gedanke. Deswegen, wenn ich jemandem was mitgeben kann, der Reichweite hat oder der, wie gesagt, YouTube oder was weiß ich was macht, Digga, konzentriert auf eure Sachen, festigt euch im Leben, aber irgendwelche Mädchen zu treffen und mit denen da und da was zu machen, Digga, bringt euch im Leben nur Probleme, mehr nicht. Am Ende seid ihr Vater und müsst Unterhalt zahlen, Digga. Über Amir, Walla, ich sag dir echt sehr stark, du kennst das auch aus. Bruder, ich schick dir alle rüber, wenn du willst. Walla, ich verlinke dich, ich mach Dings, ich verknüpfe deinen Account mit meinem Account, dass du die Nachrichten bekommst. Es ging nichts. Und das sage ich auch zu anderen YouTube-Kollegen, wenn die mich fragen oder so, ey, Bro, hast du da schon was gemacht? Nein, hab ich nicht. Manche machen es, sollen sie machen. Im Endeffekt, ich will mich da nicht einmischen. So, jeder soll seinen Spaß haben, wie er seinen Spaß definiert. Aber wie gesagt, ich hatte da, kennst du die Leute, die übertreiben? Ich musste Yachten bauen, ich musste Häuser bauen. Das Ding ist, man sagt ja, bei Menschen ist immer hier ein Teufel und hier ist ein Engel. Bei mir sind einfach zwei Engel. Ich habe ja nichts dagegen. Im Endeffekt soll jeder machen, was er will. Wenn man seinen Spaß haben will und Mädchen treffen will und Mädchen auch auf dasselbe hinaus sind wie der Junge, was steht dann im Ganzen im Wege? So, mich juckt das nicht. Dann sollen die machen, sollen die ihren Spaß haben. Wenn beide einverstanden sind, beide nicht gezwungen werden oder keiner von den beiden gezwungen wird, ist da dran auch nichts auszusetzen. Aber ich habe mir das Ganze mal erspart, weil ich mir dachte so, ey, stell dir vor, du triffst irgendwann ein Mädchen, was dich von Insta, von YouTube oder was weiß ich was kennt. Ihr habt beide Spaß für eine Stunde, sagen wir mal. Und am Ende, Digga, schreibst du ihr nicht mehr und das kränkt sie. Und sie denkt sich so, Digga, warum schreibt er mir nicht mehr? Ich dachte, da entsteht viel mehr als nur einmal kurz eine Stunde. Und dann fängt es an, dass die Menschen sich dann Gedanken machen, boah, okay, der hat mich jetzt im Stich gelassen, das heißt, ich muss ihn jetzt entkräften. Ich muss jetzt, keine Ahnung, vielleicht habe ich ein Video dabei gemacht, vielleicht haben wir Chatverläufe. Und dann posten die solche Sachen, kommen dann dadurch auf die Aufmerksamkeit und machen dann das Leben von der Person kaputt. Deswegen, ich habe mich komplett von Anfang an da rausgehalten. Ich habe einfach weitergedacht. Ich habe mir gedacht so, ey, warum mache ich YouTube? Um irgendwelche Mädchen kennenzulernen und mit Mädchen Spaß zu haben? Nein, das war gar nicht mein Ziel. Ich habe YouTube angefangen, weil ich Spaß dran hatte, weil es meine Leidenschaft war, weil es einfach ich war und weil es einfach zu mir gepasst hat. Und natürlich will man dadurch finanziell auch was machen. Weil im Endeffekt, ich würde ja bluffen, wenn ich jetzt sage, ich bin arm aufgewachsen oder was weiß ich was. Meine Mutter hat mir alles geboten, was ich brauchte, auch wenn sie dann auf sich verzichtet hat, sie hat trotzdem das Beste gegeben, um mir ein gutes Leben zu machen. Und da bin ich übertrieben dankbar. Und mir war es einfach nur wichtig, dass ich ihr das 50-fache zurückgebe. Und wenn man dann sein Hobby zum Beruf macht, was daran auszusetzen, wisst ihr, ich meine? Und stell dir mal vor, ich hätte jetzt mit Mädchen, stell dir vor, ich würde mich jeden Tag mit irgendwelchen fremden Mädchen treffen und mit Mädchen Spaß haben und was weiß ich was. Wo wäre das, Digga, wie würde ich denn damit glücklich sein? Wisst ihr, ich meine, man muss sich überlegen, warum hast du damit angefangen? Du wolltest es, du hattest Spaß dran, du hast immer noch Spaß dran, das ist Leidenschaft und du willst aus deiner vorherigen Situation raus, finanziell. Du willst viel mehr machen, du willst deiner Familie, du willst dir selber viel, viel mehr bieten. Und das kannst du nicht, wenn du dich jeden Tag durchbummst. Was hast du davon, Digga? Außer beim 10. Mal irgendwelche Krankheiten. Überleg dir mal, bevor ihr was macht, warum macht ihr es und was hält euch vielleicht davon ab? Und ich kann mir zu 100% vorstellen, Chat, ich habe auch mit Kollegen darüber oft gesprochen. Wallah, ich habe sehr oft mit Kollegen darüber gesprochen. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt so eine Einstellung, boah, jedes Wochenende hier feiern und da und da und da irgendwas machen und Spaß haben. Stell dir mal vor, es würde dann irgendein Mädchen geben, was vielleicht Chatverläufe oder Videos oder was weiß ich was raussucht und die veröffentlicht und die Leute dann auf einmal der Person glauben und nicht mehr mir glauben. Und dann irgendwelche Gerüchte in die Welt gesetzt werden, wie zum Beispiel mit der Geschichte von Sumbler. Stell dir mal vor, das wäre mir irgendwann passiert. Wenn ich aber jetzt eine Frau wäre, würde ich genau so als Frauen-YouTuberin auch gegenüber den Jungs reden, damit das nicht falsch aufgefangen wird. Wisst ihr, was ich hasse, Chat? Walla, wisst ihr, was ich aus tiefstem Herzen hasse, Digga? Wenn wir über ein Thema sprechen, dann irgendein Hans kommt und sagt, wann kommt wieder eine Boxautomat-Challenge. Sagen wir mal, du bist jetzt mit jemandem aus deiner Klasse. Ihr redet, ihr unterhaltet euch. Ihr sprecht über das Thema Fußball. Du sagst ihm so, ja, Bro, ich habe letztens ein Tor geschossen. Mein Lieblingsfußballer ist der. Und er kommt dann und sagt, Bruder, ich habe letztens so einen Döner gegessen. Der war so lecker. Bruder, ich würde mir denken so, wo sind deine Ohren, wo bist du? Okay.